Ja, hallo liebe Freunde der Tonkonserve. Heute geht es mal um dieses Laufwerk, besser gesagt, dieses wieder einzubauen. Wenn was ist, das ist das MU300TR. Gibt genug Beschreibung. Und ja, gut, der Riemen hier fürs Zählwerk ist ja eher unwichtig. Viel wichtiger ist ja das Problem. Das Laufwerk geht nicht mehr, es fährt in einer Raststellung rein. Oh, da dreht sich auch schon nichts mehr so richtig. Gut. Und das Laufwerk ist ja auch relativ schnell ausgebaut. Hier ist es eingehängt an den Stellen. Deswegen ein bisschen rausdrücken. Und damit hat man das Laufwerk ein bisschen Glück. Ja, man sollte auch die Schraube rausmachen. Genau. Hat man das Laufwerk auch draußen. Ja, nach dem Lösen der sieben Schrauben, das sind einmal hier die zwei. Das ist die in den Vertiefungen und dann diese im Gehäuse. Da kriegt man ja das Ding auf. Ja, viel ist ja zu den Laufwerken nicht zu sagen. Die unterscheiden sich, also das MU300, der unterscheidet sich an den Anbauteilen, wo es gerade eingesetzt wird. Das SGR700 ist eben halt etwas frickelig mit dem Wiedereinbau. Und zwar, ja, da gehe ich jetzt gleich mal ein bisschen tiefer. Ja, und zwar, wenn ihr tauscht, ist es immer dieser Riemen. Von der Kapstan hauptsächlich und den zweiten Riemen für den Bandtransport. Also so sieht man schöner. Ja, genau. Also wie gesagt, hier in Regel werden ja nur diese zwei Riemen getauscht. Wenn der schlapp macht, dann geht auf alle Fälle keine Motorfunktion mehr, weil das Problem ist, sobald wie ich anschalte. Das hier ist übrigens auch noch. Warte mal. Tatsache, haben Sie ja. Hier gibt es einen Schalter hier. Ja. Einer ist davon der Hauptschalter. Das ist der hier, mit dem hier das komplette Laufwerk angeschaltet wird. Und der zweite ist für das Mooting bzw. für das Anschalten dieses Magneten zuständig. Dieser zieht man ganz kurz an und ist übrigens für das Bausen-Zuglauf wichtig. So, wie gesagt, also hier die zwei Riemen zu tauschen. Dann gibt es hier diese wunderschöne Feder. Diese Feder drückt auf den, ja, auf der Hauptplatine gegen einen Schalter. Weiterhin ist zu achten, dass dieser Hebel locker ist, dass der sich bewegen muss. Weil der ist auch wichtig für die Umschaltung, Aufnahme, Wiedergabe. So, wenn ihr eine Bandfunktion eingeschalten habt, ist es halt so, es passiert nichts, wie man hier deutlich sieht. Es passiert nichts. Das Laufwerk läuft an. Ich tue das jetzt mit Hand durchdrehen, dass man sieht, was passiert. Und es bewegt den Kopfschlitten hoch. Also, und es gibt auch schon mal einen Punkt, wo es ein bisschen schwerer geht und dann läuft das Ganze. Bei Stopp geht es sofort runter. Also wie gesagt, warte mal, das machen wir sogar noch mal ein bisschen näher, dass man das schöner sieht. Ich habe jetzt wieder die Play-Taste gedrückt. Jetzt tue ich wieder das von Hand betätigen. Man sieht jetzt langsam, wie der Kopfschlitten hochmarschiert. Bei den anderen mechanischen Laufwerken ist es halt so. So, der ist jetzt oben, also in Endposition. Jetzt läuft das Ganze auch wieder leicht, so wie sich's gehört. Und die Kassette wird jetzt abgespielt.
Ja, das ist der einzige Hauptgrund, warum es Probleme gibt mit dem Laufwerk. Ja, und da geht das auch schnell runter. Die zwei Tasten werden nicht motorunterstützt. Es wird eben halt nur diese Kopfplatte nach oben bewegt und mehr nicht. So, jetzt habe ich ja gesagt, müssen wir nicht zu viel zu. So. Diesen wunderschönen Federwinkel und der Gegenpart, ich tue es jetzt mal, jetzt die Kamera mal ausklinkern. So. Der Gegenpart sitzt hier. Das ist hier der Aufnahme-Wiedergabe-Umschalter. Das sind zwei, also sind vier so Dreier-Dings-Umschalt-Kammern. Zwei Kammern schalten diese A1818. Das sind diese zwei. Einer von denen sitzt hier. Und der andere müsste man mal ein bisschen suchen. Das sitzt hier auch irgendwo. Nee, das ist hier. Unmittelbar daneben ist hier fürs Pausensuchlaufsystem der Schwellwertschalter zu finden. Das ist dieser Genosse, dieser A303 und auch das Relais dazu. Ja, jedenfalls der schaltet mit einer Umschalteinheit einen Löschgenerator zu und mit zwei solchen schaltet der auch die auf Aufnahme. Auf Wiedergabeaufnahme um. Und vorher war das ja recht aufwendig gelöst gewesen. Da wurde ja sogar der Kopf noch mit umgeschalten. Hier geschieht das alles in diesem A1818, der da hinten sitzt. Einer von den beiden, ich glaube, der zweite sitzt hier unten unter dem Batteriefach. Ja, das Zerlegen von dem Gerät zeige ich euch nicht, aber es ist ziemlich aufwendig, da muss hier die Kappe abgenommen werden, dann logischerweise die ganzen Knöpfe und so weiter und so fort. So, wie gesagt, Zusammenbau ist etwas frickelig. Dazu ist es, so, kann man sich jetzt ein Hilfs Ding zusammenbasteln hier aus so einem Winkel, was man da im Baumarkt kriegt, das so ein kleinen hier, was so 10x10 ist, also hier Kantenlänge 10x10. Den dann schräg reinhalten und damit den Knopf runter hochdrücken und gleichzeitig das Laufwerk in die Endposition wieder reinbringen. Sonst kann es passieren, dass es nicht auf Aufnahme umschaltet. So, mehr wollte ich nicht zeigen, also eigentlich mehr nicht. Ja, wir können es ja versuchen. Wie gesagt, also hier ist es einzufädeln und dann muss er dann eben halt mit dem Schrauben. Ich habe das sonst immer mit einem sehr langen Schraubendreher gemacht. Das ist das einzige Frickelige an dem Gerät, wie man das wieder sauber reinkriegt. So, jetzt haben wir es hier unten eingefügt. Also manch andere Laufwerke nutzen dann hier den kleinen Schalter, der da hier für die Aufnahme zuständig ist. Du Scheiße.
Da muss ich jetzt wirklich mir einen längeren Schraubenzieher erholen, dass ich das hinterdrücken kann. Und dann brauche ich das nämlich nur noch zuzumachen. Also zuzubauen. So, das Radioteil ist übrigens hier. Hier der Bereich ist das Radioteil, hier der Bereich ist hier der Verstärker und Spannungsregelung. Der hier macht auch gerne ab und zu mal Probleme, aber es hält sich in Grenzen. Sollte so 9 Volt sein, das ist so ein LM317 bzw. der 3117, also B3117, das ist der DDR-Typ. Da steckt auch dann der Endstufe dran. Dann gibt es Probleme hier mit dem Lautstärkeregler. Das ist ja aber noch das wenigste. Ansonsten, naja, viel gibt es nichts dazu zu sagen. Bei dem Gerät wird auf der Niederspannungsseite abgeschalten. Der Trauer hängt halt ständig am Netz. Was auch hier diese lustige Kontroll- oder Standby-LED erklärt. Es gibt ja auch diverse Videos schon, wo erklärt wird, wie man hier die Lautsprecherhalter da abbekommt. Ich glaube, nee, sind alle drei da. Ja, das passt. So, wie gesagt, ich werde mir jetzt noch einen längeren Schraubendreher besorgen, dass ich das sauber reinkriege.